Bitte begrüßt mit mir alle zusammen Jonas! Hey, liebe Leute! Es ist so schön, Tausende von Menschen am 1. Mai heute auf der Straße zu gehen, dass wir uns als Arbeiter in die Straße nehmen. Auf zum 1. Mai, auf zum Kampf! Es soll euch nicht täuschen. Gerade sind wir bei einer krassen Wirtschaftskrise. Aber überall auf der Welt haben wir gesehen, wie Millionen von Arbeitern auf die Straße gegangen sind. Von Chile bis Libanon, von Frankreich bis in den USA gegen die rassistische Polizeigewalt, gegen die Regierung von Piñera und gegen all die Maßnahmen, die die kapitalistischen Regierungen wahrnehmen. Und auch in Deutschland sehen wir, dass die Regierungen nur eine Politik machen, die im Interesse der Herrschenden sind, die im Interesse der Kapitalisten sind. Und was wir auch sehen, dass die Gewerkschaftsbürokratie, dass die Spitzen der Deutschen Gewerkschaftsbund bei diesen ganzen Machereien sich hinter die Regierung stellen. Es haben nicht mal einzelne Streiktage stattgefunden, gegen die Hunderttausenden Entlassungen im Betrieb. Wir wissen, dass in den Krankenhäusern viele Menschen sterben, die eigentlich nicht sterben müssten. Deswegen sagen wir, es sind Blut an euren Händen. Es sind Blut an den Händen der Kapitalistinnen, dass unsere Eltern, dass unsere Angehörigen, dass unsere Kolleginnen sterben müssen. Und wir sehen auch, dass auch dieser Berliner Senat, dass auch dieser Berliner Senat bei dieser Politik mitmacht. Auch die Linkspartei, sie tragen die Ausgangssperren, die jeden Tag uns in Neukölln durch rassistische Kontrollen auf den Weg halten, uns mit Repressionen drohen. Und wir sagen, dass die Linkspartei auch aus dieser Koalition raus will, weil sie tatsächlich sich hinter den Beschäftigten stellen will. Und viele der Kolleginnen und Arbeiterinnen auf der Welt stellen sich die Frage, was für einen Ausweg aus der Krise. Hört ihnen nicht zu, dass die Lösung darin besteht, jetzt nochmal eine grün-rot-rote Regierung im Bund zu wählen. Hört denen nicht zu, die unsere Kämpfe in parlamentarischen Wege zur Wahl von Regierungsparteien geben wollen. Wir müssen an unseren eigenen Kampf vertrauen, an den neuen Berliner Krankenhausbewegung, unsere Streiks auf der Straße gegen die Kapitalistinnen eine Bewegung aufbauen. Und deswegen machen wir auch von Klasse gegen Klasse auch den Vorschlag, eine Kampagne zu organisieren. Eine Kampagne der revolutionären Linken, die sich nicht mit dem kleineren Übel zufrieden gibt, die sich nicht mit einem weiteren kapitalistischen grün-rot-roten Regierung zufrieden gibt, sondern für einen revolutionären Ausweg aus der Krise kämpft. Lass uns eine Kampagne organisieren gegen die Regierungsbeteiligungen der Linken, mit allen Kolleginnen, die auch in der Linkspartei und außerhalb der Partei sind, damit wir unsere Bewegungen nicht von den Regierungsparteien kooptieren lassen. Es ist diese Berliner Regierung, es ist diese Linkspartei, die jährlich von 2000 Abschiebungen verantwortlich sind, die unsere migrantischen Kolleginnen abschieben, die die Krankenhäuser privatisiert haben, die die S-Bahn privatisiert haben, die jeden Tag mit der Polizei, mit diesen Kolleginnen der Polizei, uns auf der Straße Repression ausüben. Und dann wollen diese Herrschaften wollen, dass wir wieder unsere Stimme für sie geben. Niemand hat Vertrauen auf sie. Und was wir auch sehen müssen, dass überall auf der Welt, es gibt Formierungen, dass Revolutionären in sich zusammenschließen. Es ist möglich, sich von unabhängig von reformistischen Parteien zu organisieren. Es ist möglich, sich für eine revolutionäre Partei in Deutschland zu kämpfen. Es geht darum, dass die antikapitalistische Linke in Deutschland und die Revolutionären vor einem Scheideweg sind. Werden sie weiter eine reformistische Partei, eine Regierungspartei unterstützen, die jetzt sogar im Bund regieren will und jetzt sogar einen imperialistischen Staat regieren will, oder sie dafür kämpfen werden, dass wir gemeinsam ein revolutionäres Pol bilden in den Bewegungen, in der Klimabewegung, in der antirassistischen Bewegung, in den Gewerkschaften und auch die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften zu einem antibürokratischen Organisierung aufbauen.
Das ist der Scheideweg. Heute ist der 1. Mai. Rosa Luxemburg und die Revolutionären in Deutschland haben vor 100 Jahren eine Lehre gezogen. Sie haben gesagt, wir dürfen nicht mehr mit Regierungsministerinnen in derselben Partei organisiert sein. Wollen wir gemeinsam mit Regierungsministerinnen, mit Wagenknecht, mit dem korrupten Olaf Scholz, mit den grünen Parteien in derselben Organisation sein? Oder kämpfen wir für eine revolutionäre Partei, machen gemeinsam Erfahrungen im Klassenkampf und schauen, wie wir zu einem revolutionären Alternative aus der Krise kommen? Deswegen laden wir euch alle zu dieser Debatte ein. Wir haben auch einen Artikel geschrieben, wo wir diesen Vorstoß machen. Lasst uns diskutieren, wie wir konkrete Schritte nehmen können. Weil der Ausweg aus der Krise besteht nicht an linken, vermeintlich linken Regierungen, sondern eine Regierung von uns. Eine Regierung von Arbeiterinnen. Eine Regierung von migrantischen Kolleginnen, von Frauen. Und das ist nicht durch parlamentarische Wege möglich. Das ist nur durch den Umsturz dieses Staates und den Aufbau von einem eigenen Staat möglich. Diese Ideen waren lange weg gewesen. Diese Ideen, Leute haben gelacht, wenn man von Revolution spricht. Aber jetzt lachen wir. Jetzt lachen wir, wenn in Chile, wenn in unserem Nachbarland, in Frankreich, Millionen von Menschen auf die Straße gehen. Für den antikapitalistischen Forderungen, für eine sozialistische Gesellschaft. Und lass uns diese Kraft aufbauen. Einige auch sagen, ja, wenn eine revolutionäre Situation kommt, dann wird diese Partei irgendwie entstehen. Nein, diese Partei muss heute aufgebaut werden. Es muss sich proben. Es muss das Vertrauen der Arbeiterinnen gewinnen. Es muss Erfahrungen im Klassenkampf gewinnen und gegen den Reformismus einen Kampf führen. Deswegen laden wir alle nochmal zu dieser Debatte ein. Lass uns zusammenschließen, Erfahrungen machen und aufgrund strategischer Schlussfolgerungen darauf schreiten, eine solche revolutionäre Kraft zu gründen. Dankeschön.